Hallo meine Lieben, ja, heute bin ich mal schon wieder mal in der Küche, aber das ihr setzt mich ja meistens in der Küche oder ich bin draußen oder unterwegs. Gut, heute möchte ich eine Suppe erstellen. Weiß ich gar nicht, ob die gibt. Ich gucke jetzt auch nicht online. Ich habe nämlich ein paar Zutaten zu Hause und die würde ich gerne benutzen. Ich habe erstens so eine große Zucchini. Dann ein kleines Stück Rest Zucchini, dann eine große Kohlrabi. Dann würde ich noch gerne dazu nehmen zwei Knoblauch als Geschmack. Und dann, ihr habt bestimmt alle irgendwann mal harte Semmeln zu Hause. Also ich habe zu meinem Mann gesagt, er soll die bitte aufheben, weil ich gerne was versuchen möchte und die kommen natürlich auch in die Suppe. Ob das da was wird, das sehen wir dann später. Und ich würde auch rote Zwiebeln dazu schneiden. Ich habe hier noch zwei Hälften. Und ja, dann mache ich hier als erstes gleich. Dann werde ich hier gleich als erstes mal ein bisschen Olivenöl reinmachen. Viele von euch wissen, dass ich am liebsten mit Olivenöl koche. So, dann tue ich mir Handschuhe anziehen, weil ich von der Zucchini immer ganz grüne Finger bekomme und das ganz schwierig wieder abgeht. Und ich werde euch einfach hier hinstellen. So, dass ihr sehen könnt, was ich hier treibe. Also als erstes werde ich mir einfach, hier habe ich noch eine ältere Zwiebel, die kann man auch hernehmen, die braucht man nicht wegschmeißen. Mir ein Brötchen holen, ein Messer holen, wenn ich ein scharfes habe, weil die sind alle schon recht schmutzig. So, dann werde ich die Zwiebeln hier nochmal hier durchschneiden. Das, was ein bisschen nicht schön ausschaut, das kann man immer noch wegschneiden. Also wie gesagt, dieses Rezept habe ich noch nicht gemacht. Ich habe mir gedacht, ich mache es einfach, um zu sehen, ob das überhaupt lecker ist, ob das einen schmeckt und so ein Zeugs. Weil die Sachen, ich meine, trockenes Brot kann man den Bauern geben oder weiß ich nicht. Manche schmeißen das weg, aber ich möchte es nicht wegschmeißen, weil man hat ja für die Semmeln auch bezahlt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir tun das jetzt einfach mal kochen. So, was willst du jetzt hier? Du Backnuss! Das, was nicht schön ausschaut, könnt ihr immer noch auf die Seite tun. Ich merke schon, die Zwiebeln brennen recht stark. So. Einmal in der Mitte und dann solche Streifen. Oh ja, die beißen ganz schön. Und dann hier einfach klein schneiden. Ich muss aufpassen, dass ich hier meinen Gummihandschuh nicht erwische. Wo ist denn eigentlich mein Lieblingsmesser? Das ist mein Lieblingsmesser, mache ich total gerne. Hier alles klein zu schnippeln. So, das tue ich jetzt hier mal auf die Seite. Das brennt aber ganz schön. Boah. Tue ich mal auf die Seite. Dann schneide ich jetzt in Schnelldurchlauf den Knoblauch, Zucchini und Kohlrabi. Und dann melde ich mich. So, als nächstes habe ich vorher das Öl, das Olivenöl reingemacht. Dann tun wir das mal erhitzen. Passt drauf, gut.
Ich habe die Zwiebeln klein geschnitten, Knoblauch klein geschnitten, Kohlrabi klein geschnitten und Zucchini klein geschnitten. Und von den Kohlrabi habe ich leider naschen müssen, weil ich liebe Kohlrabi. Und sobald jetzt der Topf heiß wird, machen wir alles nach und nach rein. So, der Topf ist ziemlich heiß. Ihr seht ja, dass es dampft. Ich habe das schon ein bisschen nach unten gedreht. Also runtergestellt. Aber das wird jetzt gleich mal pschischen. Wie heißt das Wort? Ich weiß es nicht, Leute, aber in die Höhe gehen. Besser wie es immer. So, wir brauchen einen Holzlöffel. Und ich werde als erstes Knoblauch andünsten. Genau das meine ich. Knoblauch. So, wenn er gut riecht, dann einfach die Zwiebeln rein. Die großen Zwiebeln. Ziemlich viele, sind nur ein paar. Also eine ganze im Kleinformat. Da muss nur ein bisschen Olivenöl rein. So. Und das, wenn es auch gut riecht, machen wir einfach Kohlrabi mit rein. Und wenn wir das dann haben, machen wir einfach den Speck noch mit rein. Speck habe ich noch stehen, wir haben den noch in den Kühlschrank gehabt. Der muss auch weg. Ich mache das dann mit rein, dann ist er weg. Den werden wir jetzt auch noch mit andünsten und dann würde ich mal sagen, als nächstes kommt dann der Kohlrabi mit rein. Den können wir jetzt ein bisschen andünsten. So, als nächstes machen wir den Kohlrabi rein. Und einfach unterheben, dass überall der Kohlrabi ist und der Speck und die Zwiebel und der Knoblauch. So, als nächstes machen wir einfach, ich habe jetzt drei getrockene Semmel genommen. Die habe ich mir so in kleine Stücken geschnitten. Das kommt auch damit rein. Also wie gesagt, ich habe dieses Rezept noch nie gemacht, ich habe es auch noch nie gesehen. Deswegen probiere ich jetzt einfach mal, ob das schmeckt. Dann nicht da rumkuscheln. Also ihr seht ja selber, die Semmelpfannen werden kleiner. Also ich glaube, da werde ich noch einen reinschneiden. Schmeckt schon ganz schön lecker. Soll eine Suppe ergeben. Nicht einfach so Gemüse. So. Ich tue mal ein bisschen runter, dass es nicht anbrennt. So, die anderen Semmeln sind ziemlich hart. Die kriege ich gar nicht durch mit meiner Hand. Dann lasse ich lieber das. Und dann nehme ich mir mein Gewürz her. Hier, mein Becke da, was ich immer hernehme. Ihr müsst da einfach mal vorsichtig damit würzen.
nehme ich mir so zwei Löffelchen. So, und dann durch das Unterheben, das brennt schon ein bisschen an, obwohl ich das niedrig gemacht habe, und dann tue ich gleich Wasser mit reinschütten. Oh, stimmt hier, dieses Wasser. Und dann tut ihr das köcheln. Das war Röstwasser und dann machen wir da noch so kurz. Habe ich gekleckert. Das schaut sich recht lecker aus. Mal hier abwischen. So. Dann haben wir so ein Das ist zu heiß geworden. Kann passieren bei dem Herd. So eine halbe der Alarmanlage ist das schon. So. Machen wir das nochmal. Dann tun wir das noch ein bisschen köcheln und dann werde ich es probieren. Ich habe das jetzt schon, das sieht lecker aus. Ich probiere es jetzt schon. Aber ich habe nicht Kohldampf. Früher hat man 2 Löffel genommen, hat man in der Schule gelernt. In der Kochschule, naja, Kochschule nicht, aber in der Ausbildung. Also man nimmt hier einen Löffel und man nimmt hier einen Löffel und dann tun wir es probieren. Lecker. Schmeckt wie ein Eintopf. Mit dem Speck, Knoblauch, Zwiebeln. Total lecker. So, wie gesagt, ich lasse das jetzt noch ein bisschen köcheln. So, das hat jetzt schon mal ein bisschen geköchelt. Und ich habe mir jetzt ein bisschen Basilikum genommen. Kalt abwaschen. Mal in die Suppe rein. Man könnte auch Petersilie nehmen, habe ich aber leider nicht. Also so nehme ich Basilikum. Schmeckt genauso gut. So. Umdrehen. Und dann vielleicht noch Kräutersalz mit drauf. Das mache ich immer am Ende. So. Das tun wir auf die Seite. Und dann blende ich euch ein Foto ein. Genau. So schaut das Ganze gut. Lecker, schmecker.